Eigentlich wollte ich, aber eigentlich sagt man immer nicht zu Beginn einer Rede, mit einem berühmten Zitat von Galileo Galilei beginnen. Und sie bewegt sich doch. Aber dann habe ich gelesen, dass der Astronom, so die Historiker, diesen Satz wahrscheinlich gar nicht gesagt hat. Aber auch ohne diesen Satz wurde Galilei die Weiterverbreitung seiner Ideen untersagt. Aber sein Trotz und vor allen Dingen, glaube ich, seine triumphale Selbstgewissheit hielten ihn nicht zurück, das Richtige zu sehen. Und insofern, glaube ich, passt dieser Einstieg für eine politische Rede, die sich mit der Situation im Land beschäftigen soll, doch vielleicht ganz gut, denn triumphale Selbstgewissheit kommt ja auch hier durchaus an der einen oder anderen Stelle vor. Und ich glaube, dass sich doch etwas bewegt. Die politische Landschaft, die Koalition und selbst der Koalitionspartner. Denn das hat auch mit uns zu tun, mit uns als Linke, dass hier einiges in Bewegung kommt. Und auf das möchte ich eingehen und an einigen Beispielen erläutern. Stichwort Gemeinschaftsschule. Was haben wir uns, liebe Genossinnen und Genossen, was haben wir uns in den letzten Monaten mit den Sozialdemokraten zu diesem Thema gefetzt? Das Thema gemeinsames Lernen, Gemeinschaftsschule, so hieß es zumindest beim SPD-Vorsitzenden auf seinem Parteitag, sei mit Ihnen nicht zu machen. Und es geht hier nach wie vor um die Garantie, die Aussage des Schulfriedens im Land. Dabei kann von Frieden kaum eine Rede sein, wenn die Klassen im Speckgürtel aus den Nähten platzen, dass im ländlichen Raum natürlich viele Schulträger, aber auch Eltern um die Existenz ihrer kleinen Schulen bangen. Nach dem Parteitag im November, das muss man sagen, haben sich die Sozialdemokraten bewegt und einen Beschluss mit uns in den Landtag eingebracht, in dem Schulen und Schulträger ausdrücklich ermuntert werden, die Gemeinschaftsschule zu bilden. Diese Schulzentren, die Sozialdemokraten sagen Schulzentren dazu, wir sagen Gemeinschaftsschulen, sollen ermöglichen, dass die Schüler von der ersten Klasse bis zum Schulabschluss gemeinsam lernen. Die Landesregierung wird ein Konzept zur Stärkung dieser Schulen jetzt vorlegen. Dieses Konzept soll Wege aufzeigen, wie weitere Schulen sich auf diesen Weg machen können. Und liebe Genossinnen und Genossen, das ist ein politischer Erfolg. Und diesen Erfolg, den sollten wir auch nicht unterschätzen. Denn es war ein sehr langer und zäher Kampf und eine Auseinandersetzung mit dem Koalitionspartner. Aber ich sage, sie bewegt sich doch. Aber liebe Genossen, wir sind noch lange nicht am Ziel. Es gibt erste Schulen, die machen sich auf den Weg. Es gibt nach wie vor Widerstände im MBJS. Aber auch Kommunalabgeordnete, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schüler, auch die Gewerkschaften müssen davon überzeugt werden, dass es der richtige Weg ist. Und dass das nicht einfach ist und viele die Nase voll haben an der Schulfront von weiteren Experimenten in der Bildungslandschaft, macht das nicht einfacher. Aber ich glaube, wir haben gute Argumente. Wir haben gute Argumente. Die Stichworte kennt ihr alle. Ich brauche die nicht weiter ausführen. Keine frühzeitige Auslese. Die Durchlässigkeit wird damit gewährleistet. Chancengleichheit wird garantiert. Und was ein ganz wichtiger Fakt ist und der oft zu kurz kommt in der gesamten Diskussion, diese Gemeinschaftsschulen werden den Regionen helfen, in denen die Schülerzahlen in den nächsten Jahren dramatisch zurückgehen, die Schulstandorte zu erhalten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das müssen wir in dem Zusammenhang immer wieder erwähnen. Und daher bin ich auch froh als Vorsitzender, dass wir es erreicht haben. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal Dank sagen. Danke sagen an Katrin, danke sagen an Gerrit, danke sagen an die LAG Bildung und alle, die da täglich an der Bildungsfront sich so engagieren. Und ich möchte auch meinem Fraktionsvorsitzenden Ralf Danke sagen, der im Hintergrund für diesen Beschluss gearbeitet hat mit uns gemeinsam, dass wir jetzt an dieser Stelle angekommen sind. Vielen Dank. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen.
Aber wir sollten ihn und wir werden diesen Weg fortsetzen mit Selbstbewusstsein, aber ohne Selbstgewissheit. Und ich komme da nochmal zurück. Lasst mich noch ein weiteres Beispiel nennen, an dem sich zeigt, dass sich so einiges in Brandenburg getan hat. Anfang des Jahres hat das Volksbegehren gegen Massentierhaltung einen beeindruckenden Erfolg verbuchen können. Über 100.000 Unterschriften kamen im gesamten Land unter der Überschrift für mehr Tierwohl zusammen. Und ich sage ganz ehrlich, ich war von dem Ergebnis überrascht. In einer Zeit, in der in den Medien eigentlich nur ein Thema vorherrschend war, das Thema Flüchtlinge, kommen 100.000 Unterschriften für bessere Tierhaltung in der Landwirtschaft zusammen. Also Hut ab. Ja, und da stellt natürlich jetzt Landespolitik natürlich vor die Frage, wie damit umgehen. Ihr wisst, auch das wird wieder ein Thema sein, wo möglicherweise wir die Sozialdemokraten zum Jagen tragen müssen. Das versuchen wir natürlich auch. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass nicht alles hier auf der Landesebene zu regeln ist. Einiges kann der Verbraucher selber tun. Wenn wir bewusst konsumieren, Regionalität, nachhaltige Erzeugung und mehr Tierwohl die Nachfrage bestimmen, dann werden sich natürlich auch die Produzenten darauf einstellen. Voraussetzung ist natürlich dafür eine umfassende Information für die Verbraucher. Und es geht bei der Frage des Tierwohls auch gar nicht so sehr um die Stallgrößen. Vielmehr geht es darum, wie diese Tiere da leben. Natürlich muss Politik die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Das fängt an bei Transparenzrichtlinien, endet bei Förderkriterien und der Einsetzung möglicherweise eines Tierschutzbeauftragten. Aber Tatsache ist auch, dass vieles, was wir vielleicht als moralisch und verwerflich ansehen, rechtlich durchaus einwandfrei ist. Wenn ein Schwein in einer Bucht, das muss man sich mal vorstellen, von 65 bis 70 Zentimeter Breite gehalten wird, dann ist das für viele von uns unvorstellbar. Aber die bundesdeutschen Rahmenbedingungen lassen das zu. Und da, jetzt verzeiht mir diese Aussage, da liegt der Hase aber im Pfeffer. Und wer nicht will, muss diejenigen schalten, die die Gesetze machen. Also den Bund und bitte nicht die Landwirte und die Bauern. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir also etwas erreichen wollen, müssen wir gemeinsam für bundesrechtliche oder bundesgesetzliche Änderungen und den Vorschriften uns stark machen. Aber natürlich können wir auch etwas hier im Land tun. Und da ist die Forderung nach dem Klagerecht für die Tierschutzverbände auf der Agenda. Diese Forderung ist weiterhin offen. Im Grunde genommen ist das der einzige Punkt, an dem wir oder an dem sich die SPD und der Kollege Vogelsänger sicherlich noch bewegen müssen. Darüber sind wir im Gespräch. Ich glaube schon, dass nach unserer Auffassung ein Verbandsklagerecht sich so ausgestalten lässt, dass es einerseits ermöglicht, Tierschutzentscheidungen der Behörden gerichtlich zu überprüfen und zugleich dafür zu sorgen, dass es zu keinen Verfahrensverzögerungen für die Landwirte kommt. Das ist für sie ganz, ganz wichtig. Und insofern, liebe Genossinnen und Genossen, will in meinen Kopf nicht rein, warum das nicht mit den Sozialdemokraten zu machen ist. Zumal die Bundestagsfraktion der SPD noch im Sommer des letzten Jahres ein Positionspapier Tierschutz veröffentlicht hat. Und in diesem Papier macht die SPD, die Bundes-SPD, selbst die Forderung nach der Tierschutzverbandsklage unmissverständlich auf. Und in 8 sozialdemokratischen Ländern oder wo sie jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg nur noch mitregieren, gibt es ein solches Klagerecht. Das muss man sich vorstellen, in 8 sozialdemokratisch regierten Ländern. Also ich bin ganz optimistisch, dass auch hier es vielleicht am Ende heißt und sie bewegt sich doch. Aber ich möchte noch einen anderen Aspekt bei diesem Volksbegehren anmerken. Ja, über 100.000 Menschen in Brandenburg haben sich mit der Unterschrift für mehr Tierwohl dafür ausgesprochen. Übrigens, liebe Genossinnen und Genossen, wer waren denn die, die dafür gesorgt haben, dass die Eintragungsmöglichkeiten verbessert wurden? Das waren wir. Wer waren denn die, die dafür gesorgt haben, dass das Wahlalter mit 16 nun verankert worden ist? Das waren wir. Ohne uns hätte es dieses Volksbegehren für mehr Nachtruhe
Und ich sage auch, die 100.000 Unterschriften bzw. Voten für dieses aktuelle Volksbegehren nicht gegeben. Das müssen wir mal sehr deutlich sagen. Insofern haben wir verändert. Wie gesagt, ein toller Erfolg, ohne Frage, aber weit mehr als 100.000 haben sie eben nicht dafür ausgesprochen. Und ich will diesen Erfolg des Volksbegehrens überhaupt jetzt hier nicht kleinreden. Ich möchte aber, dass wir die Augen davor öffnen, dass wir hier möglicherweise um ein Stück weit um ein Luxusproblem streiten. Es gibt in diesem Land Menschen, die haben ganz andere Sorgen. Die wissen nicht, wie sie ihren Kindern täglich das warme Mittagessen bereiten sollen. Die wissen nicht, ob sie die nächste Waschmaschinenrechnung oder die Reparatur bezahlen können. Die wissen auch nicht, wo sie eine bezahlbare Wohnung finden können. Von daher, verständlicherweise, ist das billige Fleisch ihnen näher als das Wohl der Tiere. Liebe Genossinnen und Genossen, das sind die Themen, um die sich eine rot-rote Landesregierung und damit die Linke auch und wahrscheinlich noch mehr kümmern muss. Und ich verstehe natürlich auch den einen oder anderen, der durchaus im Land da milde lächelt, wenn wir uns streiten, ob wir das Geld für den Tierschutzbeauftragten nun im Haushalt 2016 noch im Nachtrag oder im Haushalt 2017 erst in den Nachtrag stellen. Und da bin ich denn schon bei den sogenannten Altanschließern. Ein Thema, was hoch im Kurs ist und ein Thema, bei dem wir als Linke immer eine andere Auffassung hatten und seit Jahren mit den Sozialdemokraten da über Kreuz lagen. Und übrigens nicht nur mit der SPD. Das Thema reicht ja zurück in einer Zeit, da trug ja die CDU Verantwortung der Landesregierung. Das hat sie ja inzwischen leider vergessen. Aber wir wissen es noch. Und wir wissen auch, wer von Anfang an gesagt hat, dieser Weg ist falsch. Wir brauchen eine Verjährungs- und eine Stichtagsregelung. Und liebe Genossinnen und Genossen, das war Hans-Jürgen Scharfenberg. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das gehört habe im Parlament. Wir waren es, die das gesagt hat oder gesagt haben. Liebe Genossinnen und Genossen, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat nun den Klägern Recht gegeben und damit eigentlich unsere langjährige Auffassung bestätigt. Hilft nur leider nichts. Die Suppe ist eingefüllt und die müssen wir jetzt sicherlich gemeinsam auch auslöffeln. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass es da eine CDU gibt, die so tut, als hätte sie damit überhaupt nichts zu tun. Die ihre Schuld und die ihre wirklich Aktionen in der Unschuld waschen und teilweise sogar noch aufwiegeln in einer Zeit. Aber gut, liebe Genossinnen und Genossen, in einer Krise steckt ja auch immer eine Chance. Und ich hoffe, dass wir alle miteinander aus dieser Krise lernen. Und zwar lernen, für Fehler der Vergangenheit auch einzustehen. Und da bin ich Ralf Christoffers dankbar, der gesagt hat, man kann nicht so tun, als habe das Land mit der ganzen Abwasserproblematik so gar nichts zu tun. Aus meiner Sicht ist es aber auch an der Zeit, das Ganze mal vom Kopf auf die Füße zu stellen. Einige Abwasserverbände, und gestattet mir die Bemerkung, übrigens sind es die, die sehr viel Eifer bei dem Eintreiben der Altanschließerbeiträge in den letzten Jahren gezeigt haben. Einige Abwasserverbände stehen finanziell in der Bredouille und es ist mehr als denn je jetzt ersichtlich. Ich finde aber, wir sollten ernsthaft überlegen, wie wir mit diesen Brandenburger Wasser- und Abwasserverbänden zukunftsfest umgehen. Es ist doch paradox, das muss man sich doch mal vorstellen. Wir reden im Rahmen einer Verwaltungsstrukturreform vor dem Hintergrund der Demografie über neue Kreisgrößen und nehmen in Kauf, dass 73 Wasser- und Abwasserverbände es im Land gibt, manche nicht größer als ein Amt. Und daher sollten wir die aktuelle Situation nutzen, um mit landespolitischen Maßnahmen, aber auch, es ist kommunale Selbstverwaltung, aber auch mit unseren kommunalpolitischen Möglichkeiten wirtschaftlich tragfähige Verbandstrukturen zu schaffen. Und das wird sich auch nachweislich auf den Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürger auswirken. Lass mich noch ein letztes Beispiel nennen, das zeigt, dass etwas in Bewegung gekommen ist. Und zwar das Thema, was auf vielen Parteitagen dieser Linken uns
die waren konfliktreich, die Diskussion umgetrieben hat, das ist das Thema Braunkohle. Wir haben auf einem Parteitag 2009 beschlossen, dass wir den Ausstieg aus der Braunkohle mittelfristig 2040 anstreben und das als ein realistisches Ziel aussehen. Wir sind damals von strammen Braunkohlebefürwortern, aber auch von so einem oder anderen Sozialdemokraten belächelt worden. Ich erinnere mich noch an eine Aussage von Matthias Platzek in den Koalitionsverhandlungen 2009. Er sagte, Christian, die Braunkohle wird noch 2060 gefördert. Da sind wir beide nicht mehr da. Aber auch hier gibt es Bewegung. Denn Anfang Januar fasste der Vorstand der Brandenburger SPD einen Beschluss über die Zukunft in der Lausitz. Und wenn man das Papier liest, dann merkt man ein erstes, ja, ich sage, ein ernsthaftes Umdenken. Dass dieses Umdenken nun einsetzt, da freue ich mich und sage, und sie bewegt sich doch. Eines, liebe Genossen, muss aber klar sein. Weder Brandenburg mit seinen Bordmitteln, noch die Region allein wird diesen Strukturwandel allein bewältigen können. Dazu brauchen wir A, die Kooperation mit Sachsen, B, die Zusammenarbeit der Akteure in der Region und natürlich auch die politische und vor allen Dingen finanzielle Unterstützung des Bundes und der Europäischen Union. Und ich versichere euch, die Linke wird innerhalb des Landtages, aber auch im Kabinett ihren Beitrag leisten, dass dieser Strukturwandel in der Lausitz gemeistert wird und auch gelingt. Und liebe Genossinnen und Genossen, das wird ein Marathonlauf. Wie auch immer dieser Verkauf von Vattenfall jetzt ausgeht, ich erwarte nach wie vor von einem Staatskonzern, Vattenfall, rot-grün regiert in Schweden, dass er sich nicht hier aus der Verantwortung stiehlt. Von einem Unternehmen, das aber Milliardengewinne aus seiner Braunkohleverstromung gemacht hat, erwarte ich, dass er sich dem sozialverträglichen Ausstieg in der Lausitz, dass er sich diesem Wechsel oder diesem Ausstieg auch stellt und sich nicht möglicherweise mit einer Verkaufsprämie vom Acker macht. Und liebe Genossinnen und Genossen, eines muss klar sein, und darauf werde ich besonders achten. Die Interessen der Lausitz sind nicht verhandelbar. Und das gilt unter anderem für die längst überfällige Schaffung einer Schlichtungsstelle für Bergbauschäden, aber vor allen Dingen bei dem Thema Risikovorsorge zur Absicherung der Bergbausanierung. Liebe Genossinnen und Genossen, noch ein Satz zu Jenschwalde Nord. Klar ist, der Kohleausstieg wird in absehbarer Zeit kommen. Das liegt weder in den Händen der Brandenburger Landesregierung oder der Macht hier unseres Parteitagsbeschlusses. Das entscheidet sich global. Denn darauf haben sich unter anderem auch die Teilnehmer des Weltklimagipfels in Paris verabredet. Übrigens auch mit der Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland. Am Standort Jenschwalde werden in den nächsten 2 Jahren 2 Blöcke beginnen, vom Netz zu gehen. Aus meiner Sicht besteht für einen Kraftwerksneubau an diesem Standort weder eine wirtschaftliche noch gar eine energiepolitische Notwendigkeit. Und weil das so ist, braucht es auch keinen Tagebau Jenschwalde Nord mehr. Das sollte man sehr klar langsam erkennen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe jetzt viel darüber gesprochen, was sich in der Landespolitik so gerade bewegt, Bewegungen, die aus unserer Sicht in die richtige Richtung gehen, die wir begrüßen, wozu wir auch als Partei unseren Beitrag geleistet haben. Aber auch im Bund gibt es massive Veränderungen. Die CDU verändert seit Jahren ihre Positionen. Ich sage da nur Atomausstieg, die Aufhebung der Wehrpflicht, Mindestlohn, natürlich nicht, den wir darunter verstehen, und jetzt sogar die Abkehr von Dublin III oder die offenen Grenzen für Menschen in Not. Und diese Neupositionierung ist im großen Teil ein Ergebnis, ja, der persönlichen Sturheit von Angela Merkel, so kann man das vielleicht sagen. Aber dafür erntet sie natürlich auch massiven Widerspruch aus ihrer eigenen Partei, der Anhängerschaft. Und viele bisherige Unionwähler, das sehen ja die Umfragen, suchen jetzt sich eine neue politische Heimat. Die AfD hat in erschreckender Weise aus meiner Sicht in diesem Land Fuß gefasst und ist genau in diese Lücke gegangen. Die Begleiterscheinungen dieser politischen Verschiebung sind nicht nur bedenklich,
Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben das heute wieder gesehen bei der Demonstration. Die machen noch Angst. In den letzten Jahren hat es eine Radikalisierung ungeahnten Ausmaßes auch in dieser Bundesrepublik Deutschland gegeben. Und davon zeugen nicht nur die zahlreichen Übergriffe auf Asylbewerber und ihre Unterkünfte. Statistisch glaube ich, mittlerweile brennt jeden dritten Tag in Deutschland eine Flüchtlingsunterkunft und schwere Verletzungen oder gar Tote werden hier in Kauf genommen. Auch Anschläge auf Büros unserer Partei haben sich gehäuft. Beispiel, das ist natürlich hier in Nauen. Ja. Und dann nicht nur Steine oder Farbbeutel, sondern da wird versucht, auch Privatautos von zwei Stadtverordneten beziehungsweise auch von unseren Genossen in Nauen zu legen. Und lieber Thomas, liebe Susanne, wir sind froh, dass euch nichts passiert ist. Und ich möchte von hier vorn euch Danke sagen. Danke sagen, dass ihr in Nauen durchgehalten habt für den Mut, die Entschlossenheit. Aber auch Danke sagen an diese linke Partei hier in Brandenburg, die bei dieser Frage ganz klar steht und erkennbar ist. Und danke, dass wir uns hier auch nicht unterkriegen lassen. Ein Dank aber auch in Richtung Staatsanwaltschaft. Und lieber Andreas Schuster, dich habe ich vorhin noch nicht begrüßt, herzlich willkommen, auch an die Polizei, die dieser rechtsterroristischen Zelle gestern in Nauen und möglicherweise woanders, wo sie noch agiert haben, das Handwerk gelegt haben. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal. Ein Signal, das heißt, wir kriegen euch Brandstifter und Hetzer. Wir kriegen euch mit den Mitteln des demokratischen Rechtsstaats und vor allen Dingen mit der Zivilcourage, die wir auch leben hier als Partei. Wie gesagt, ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir mal so eine Situation kommen in Deutschland. Sie wird geschürt und provoziert. Und die geistigen Brandstifter, die heißen Gauland, Petri, von Storch, Höcke und so weiter. Das Schlimme ist, dass dieses Gepöbel dieser AfD verfängt. Und die Forderung nach Grenzkontrollen, Einreiseverboten und sogar die Abschaffung des Rechtes auf Asyl werden ja immer lauter. Seit Herbst gibt es ja natürlich dann auch die entsprechende Begleitmusik von Horst Seehofer, denn auch von der CSU. Und das muss man sich mal vorstellen. Der setzt der eigenen Bundesregierung Ultimaten, fordert Obergrenzen, schreibt Drohbriefe, greift die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin an und hat sie ja regelrecht auf diesen Parteitagen davor geführt. Und er verfährt häufig nach dem Petri-Prinzip. Provokation ersetzt Argumentation. Dabei müsste er es viel besser wissen, eine Partei zu bekämpfen, indem er sie stellenweise imitiert. Das war noch nie eine gute Idee. Doch diese Forderungen, die verhallen alle ungehört. Erst kam das Asylpaket 1 im Herbst 2015 mit den Balkanstaaten auf die Liste der sicheren Herkunftsländer. Nun soll auch noch Marokko, Algerien und Tunesien dazukommen. Und dies, obwohl die Situation in diesen Ländern alles andere als sicher ist. Und so nicht wir, sondern die Menschenrechtsorganisationen. Laut dieser Experten sind in diesen Ländern die demokratischen Grundrechte stark eingeschränkt. Selbst das Auswärtige Amt, das muss man sich mal vorstellen, hat zum Beispiel für Algerien eine Teilreisewarnung erlassen und rät von Reisen in bestimmte Regionen Marokkos und Tunesien eindringlich ab. Und das Schlimme ist, liebe Genossinnen und Genossen, dass in diesem Deutschland alle mitmachen und immer noch nicken, wenn darüber geredet wird. Die CDU, die CSU sowieso, die SPD ist auch mal wieder umgefallen und natürlich werden auch die Grünen mit Herrn Kretschmann wieder umfallen. Was meint er, warum die Abstimmung nach dem Wahltag nächste Woche angesetzt worden ist? Und meine Damen und Herren und liebe Genossinnen und Genossen, ausgerechnet die Grünen. Eine Partei, die immer für eine humane Flüchtlingspolitik stand. Die auch für eine Friedenspolitik stand. Inzwischen, glaube ich, sind nur noch wir diejenigen, die hier klare Positionen beziehen. Und dafür danke ich auch euch. Ja, und das alles nur, um der AfD den Wind aus dem Segel zu nehmen. Da sage ich, das wird nicht gelingen, denn diesen Wettlauf um die populistischsten Forderungen, die kann man überhaupt nicht gewinnen. Wer der AfD das Wasser abgraben will, der muss sich hart
mit ihrer Politik auseinandersetzen und er muss mit guten Argumenten kommen. Nehmen wir mal die Debatte um die Obergrenzen. Liebe Genossinnen und Genossen, ja, ehrlich, ich bin auch für Obergrenzen. Aber nicht für Ausländer, nicht für Asylsuchende und nicht für Flüchtlinge. Nein, wir brauchen Obergrenzen für populistische und rechtsextremistische Hetze. Und wer wie die AfD fordert, dass Schulpläne dahingehend überarbeitet werden, dass im Schulunterricht weniger über die Nazizeit geredet wird, und da zitiere ich, die einseitige Konzentration auf 12 Unglücksjahre unserer Geschichte, den Blick auf Jahrhunderte, in denen eine einzigartige Substanz an Kultur und staatlicher Ordnung aufgebaut wurde, verstelle, liebe Genossinnen und Genossen, das ist ein Fall für den Verfassungsschutz. Und, liebe Genossinnen und Genossen, wir brauchen Obergrenzen für eine Politik, die die Menschen für dumm verkauft oder nur noch an den eigenen Vorteil denkt. Wenn zum Beispiel die CDU Brandenburg sich beklagt über die Überalterung, lieber Andreas Schuster, in der Polizei, die zu Recht kritisiert die hohen Krankenstände, aber nicht auf die Idee kommt, dass das Ursachen hat, dass man in den 10 Jahren, wo man selber regiert hat, teilweise nicht einen Polizisten pro Jahr ausgebildet hat. Das muss man sich mal vorstellen. Oder, ruhig Brauner, oder bei den Lehrerinnen und Lehrern. Die haben es sogar fertiggebracht, in einem Jahr nur 35 Lehrer auszubilden. 35, wir jetzt fast 1000. Das ist die Realität und da kann man nur den Kopf schütteln bei dieser Art von Politik. Liebe Genossinnen und Genossen, wir brauchen Obergrenzen für eine Politik der heißen Luft. Da wird eine Mietpreisbremse eingeführt, die gar keine Bremse für Neubauten definiert. Da wird ein Girokonto für jemanden eingeführt, ohne Kosten zu deckeln. Da werden europäische Migrationsmaßnahmen vorangetrieben und verabredet und es hält sich keiner in Europa. Da wird mehr Transparenz bei TTIP versprochen und gleichzeitig der Maulkorb verhängt. Und da sagt Frau Merkel, wir schaffen das. Und der Schäuble, der rückt das Geld nicht raus. Wen wundert es da, liebe Genossinnen und Genossen? Wen wundert es, dass die etablierten politischen Parteien ein Glaubwürdigkeitsproblem haben? Der AfD kann man sich mit Sicherheit nicht glauben. Aber ein Großteil der Wählerinnen und Wähler, und das sind die Befragungen, die jetzt da liegen, meint, dass sie wenigstens die richtigen Fragen stellt. Und damit hat sie natürlich als auch Protestpartei Erfolg. Die Leute wollen die AfD wählen, weil sie den anderen nicht mehr trauen. Und liebe Genossinnen und Genossen, darüber müssen wir auch mit dem Blick auf unsere Bundestagswahl sehr ernsthaft nachdenken. Auch die PDS und die Linke haben ihren Erfolg einst auf Protest gegründet. Auch wir haben für uns den Anspruch gestellt, den Finger in die Wunde zu legen. Und ich bin überzeugt, wir können und wir müssen das auch tun. Und das müssen wir und können wir tun, obwohl wir in Thüringen und in Brandenburg regieren. Das heißt noch lange nicht, dass wir uns mit diesem Establishment engagiert haben. Das muss mal ganz klar gesagt werden. Liebe Genossinnen und Genossen, gerade jetzt ist an der Zeit, glaube ich, grundlegende Fragen zu stellen. Die deutsche Gesellschaft in dieser Bundesrepublik steht vor einer Umbruchssituation. Das politische System steht vor neuen Herausforderungen. Die Europäische Union steht am Scheideweg. Manche sagen, sie steht am Abgrund. Und in einer solchen Situation wäre es gerade töricht, so weiterzumachen wie bisher. Wann, wenn nicht jetzt, ist es an der Zeit, alte Weisheiten noch einmal komplett zu hinterfragen? Zum Beispiel, kann man eine Schuldenbremse für den Bund und für die Länder weiter kreieren, wenn man mehr als 1 Million Menschen hat, die Zuflucht suchen und das finanziert werden muss? Ist die Schuldenlast für künftige Generationen ein größeres Übel als möglicherweise Einsparungen und Sozialkürzungen für die heutige Generation? Ist es richtig, dass der europäische Wohlstand auf Kosten des ärmeren Südens erkauft wird? Wie lange, liebe Genossen, geht das noch gut? Und da ist wirklich die Frage erlaubt, gibt es Globalisierung eigentlich auch nachhaltig? Hilft es wirklich, internationale Konflikte erst einmal militärisch immer lösen zu wollen? Oder kann man Fluchtursachen bekämpfen
und gleichzeitig den Export von Waffen in alle Welt in die Höhe treiben? Hat Europa überhaupt noch gemeinsame Werte? Oder ist es nur noch eine Währungs- und Wirtschaftsgemeinschaft? Und wenn ja, was sind das noch für Werte, die uns verbinden? Und ist die Gesellschaft, oder ist es für eine Gesellschaft förderlich, wenn 10% der Bundesbürger 80% des Vermögens besitzen? Und letztlich auch die Frage, ist dann der Kapitalismus das Ende der Geschichte? Und diese Fragen, liebe Genossen, diese Fragen muss sich eine linke Partei stellen, die up-to-date sein möchte. Und sie muss sie sich vor allen Dingen stellen, aber sie darf auf keinen Fall daherkommen wie so ein intellektueller Debattierclub. Und wir müssen diese gesellschaftlichen Fragen so zuspitzen, und da bin ich bei dir, Helmut, die müssen wir so zuspitzen, dass Max Mütze und Erna Müller auch einen realen Bezug haben. Und dann ist die Frage des bedingungslosen Grundeinkommens, ja oder nein, das werden wir ja heute Abend noch diskutieren. Da wird es mal eben ganz real und auch lebensnah. Denn es stimmt, wer der AfD und der Pegida den Wind aus den Segeln nehmen will, muss endlich Sorge dafür tragen, dass wir die Sorgen aller Brandenburger sehr, sehr ernst nehmen. Kümmern wir uns, liebe Genossen, kümmern wir uns um die Sorgen derer, die Angst haben, auch noch das letzte bisschen Wohlstand zu verlieren. Kümmern wir uns zuallererst um die Sorgen der kleinen Leute und erst in zweiter Linie darum, was die Wirtschaft von uns erwartet. Das heißt nicht, liebe Genossinnen und Genossen, dass wir hier einfache, ja, platte Antworten oder in platte Parolen verfallen müssen. Nein, die Brandenburgerinnen und Brandenburger sind nicht dumm. Was wir aber zeigen müssen, dass wir sie ernst nehmen. Und nicht nur zu Wahltagen. Machen wir auch klar, liebe Genossinnen und Genossen, dass an diesen Problemen, die wir momentan haben, nicht die Zuwanderung schuld ist. Die Probleme, die wir haben, werden jetzt nur sichtbar. Es liegt doch nicht an den Flüchtlingen, wenn die Wohnungen im Speckgürtel zu teuer werden. Es liegt doch nicht am Syrienkrieg, wenn Menschen trotz Dreischichtsystem immer noch zu wenig Geld zum Leben haben. Es liegt doch nicht an denen, die auf Afghanistan oder dem Irak zu uns kommen, wenn Kinderarmut trotz der Erfolge immer noch ein Problem ist. Und es liegt auch nicht an der Islamisierung des Abendlandes, wenn es nicht gelingt, jemanden aus dem Hartz-IV-Kreislauf herauszulösen. Und liebe Genossinnen und Genossen, diese Probleme haben die verschiedenen Bundesregierungen zu verantworten, egal in welchem Couleur sie antraten. Sie haben immer bisher die wirtschaftlichen Interessen vorangestellt, immer vorangestellt den sozialen Belangen. Und das ist jetzt das Ergebnis, was wir hier sehen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir jedenfalls werden nicht zulassen, dass die Schwächsten jetzt mit den Schwachen gegeneinander ausgespielt werden. Wir müssen dem enormen Rechtsruck in dieser Gesellschaft, der ist da, dem müssen wir etwas entgegensetzen. Und das ist zum Beispiel die Solidarität. Unsere Antwort auf immer stärker werdende nationale Parolen, unsere Antwort auf Forderungen nach Obergrenzen, nach Abschottung, nach Sozialkürzungen, ist eine Zeitenwende, liebe Genossinnen und Genossen, ist eine solidarische Zeitenwende. Unsere Antwort auf Entsolidarisierung ist Menschlichkeit. Und wenn wir uns so in die Auseinandersetzungen der nächsten Monate begeben, dann bin ich mir auch nicht bange, dass wir unser Ergebnis der Bundestagswahl 22,4% auch wieder erreichen. Liebe Genossinnen und Genossen, und eines zum Abschluss, lasst uns Galilei nicht vergessen. Er hatte mit seinen Thesen zur Erde und zur Sonne natürlich recht. Er fiel der Inquisition aber trotzdem zum Opfer, weil er so von sich überzeugt daherkam und alle anderen Meinungen als dumm abtat. Lasst uns diese Fehler nicht begeben. Und ich wünsche uns einen guten Parteitag. Vielen Dank, dass ihr mir so lange zugehört habt.